Zum FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Osnabrück. Heute Spieltag Nummer 10, der auf der Agenda steht. Das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Der Aufsteiger ist also zu Gast an der Bremer Brücke am Samstag Nachmittag. Wir werden mal kurz in die Aufstellung gehen, bevor wir gleich noch einen genauen Blick darauf werfen werden, denn wir werden heute was umstellen. Rizzuto kommt heute mal rein für Luca Netz, der die letzten Wochen etwas überspielt wirkte. Kriegt heute eine Pause. Und dann ist die Frage, Feigenspahn, Dardai. Feigenspahn mal kurz mit dem mit Kerk vergleichen. Wir lassen das mal wirklich noch immer nur einmal auf dieser einen Position. Damit gehen wir rein. In diesen Spieltag so rum würde ich sagen. Und schauen, was dieser Spieltag für uns zu bieten hat. Und gehen rein ins Stadion an die Bremer Brücke gegen den FC Ingolstadt. Beide Teams mit einem Punkt aus den letzten drei Spielen nur erfolgreich. Also wir haben beide ein Sieg heute, sehr, sehr wichtig. Und damit es auch genau so weit kommt und zum Heimsieg, muss heute einiges passen. Und wir werden dann mal gleich die Aufstellung blicken, wie beide Mannschaften in diese Partie hineingehen. Schauen wir mal, wie diese Partie endet. Wir brauchen die Ausstellung Körper im Kasten da. Und da war es aber Doppel-6, Kirk, Schmidt und Sesser im Dreier-Mittelfeld. Und vorne natürlich mit dem Kernkampf. Im Sturm. Die Gäste aus Ingolstadt, der Aufsteiger in folgender Aufstellung zu Gast. Jendrusch im Tor. Dann Buch, Schrück, Agumira und dann den Butler, Preisinger, auf den Dera und Gauss. Vorne mit Kaya und Beister im 4-4-2-System. Der Rechtsverteidiger ist Heinlo. Da auf der Position und damit die Aufstellungen abgehandelt. Die Mannschaft sind heiß, die Fans sind heiß. Ich bin heiß und damit gehen wir rein, auf geht's bei bestem Wetter der VfL, komplett in Lila im ersten Durchgang, von links nach rechts, Ingolstadt in Rot und Schwarz, von rechts nach links, Schmidt mit Sesser, mit Gangkamm, gleich wieder für Sesser, der bringt die Flanke, Schmidt kommt nicht ran und Bülter klärt da, Kaya, Kaya. Zugleich von Ingolstadt auf den Dera, der versucht den Spielaufbau mit dem Ball in die Mitte, Kaya. Und wir sind dazwischen, kriegen den Ball aber nicht verteidigt. Und dann kommt Beister, glaube ich, war es da. Zum Abschluss, so ist es. Nicht mehr abgefälscht. Und Körber muss dahin.
und kriegt den zum Eckball abgewehrt. Eckball kommt von Stendera. Der klärt aber nicht gut genug die Ablage. Preisinger abgeblockt. Nochmal der Abschluss von Kaya, aber auch der geht dann über den Kasten nach 8 Minuten. Ingolstadt die deutlich stärkere Mannschaft in der Anfangsphase. Tafazofer mit dem Spielaufbau. Was ist das für ein Ballverlust von Ziereis? Und das ist Beister. Und das ist Beister drüber. Ingolstadt hier also mit der deutlich besseren Anfangsphase in Osnabrück. Körber. Kurzer Ball für Tafazofer. Für Nauber. Rizzuto, der Erfahrung mit reinbringen soll eigentlich. Khedira. Schmidt. Durchgesteckt für Kevin Sessa. Kevin Sessa, der will nochmal den Gang. Der hier mit dem Eigentor Jendrusch, sein eigener Keeper überwindet. Warum er den auch nochmal ablegen will, ist in dem Fall die große Frage. Das macht wohl der Kapitän Alexander Azulineza. Mit dem 1-0 in der 13. für den VfL Osnabrück. Langer Ball der Ingolstädter. Gangkam stellt den Körper rein. Niklas Schmidt chippt ihn raus auf Kevin Sessa. Der hat Platz. Kevin Sessa ist in der Box. Zurückgelegt, der Abschluss im Gangkampf 2-0. 17. Minute. Doppelschlag für den VfL Osnabrück. Gangkampf, Doppelschlag mit einem 9. Gangkampf müsste es gewesen sein. Kurz mit einem Gangkampf. Nach 17 Minuten, also Benfica auf 2-0 gestellt gegen Ingolstadt, hier zu Hause. Ganz wichtig, diese Führung bislang gegen Ingolstadt. Das ist jetzt Kaya. Beister, das ist zu einfach. Und der Abschluss geht auch wieder am langen Eck vorbei nach 20 Minuten. Aber wenn man weiter so offen ist da hinten, dann dauert es hier nicht mehr lange, bis der FC Ingolstadt auch seine Tore erzielt. Langer Ball für Kiewski, die Kopfball, nee, da kommt Gauss da ran. Stendera, Kaya, Guterter, Büch, Kehrter, nee, Achtung, Beister, Flanke. Nochmal verlängert, Rizzuto kriegt den Ball nicht geklärt und somit gibt es den Eckball für Ingolstadt. Also der VfL klamüsert sich hier hinten ganz schön was zurecht. Sessa klärt nochmal nach außen, nochmal die Flanke, Körper und den kriegt Kiewski nicht mehr. Einwurf Gauss. Kiewski ist aber da dazwischen und kriegt den Ball dann auch nicht geklärt. Kajas Flanke. Nauber Wicht nochmal abgelegt, der Ball. Kaya Ziereis steht richtig und klärt den Ball erstmal die Linie entlang. Gangkamp, erster Ball, zweiter Ball, kommt nicht ran. Büch nach außen, Gauss, keiner da. Beister, Kiewski, diesmal jetzt der ruhige Aufbau, wollte ich sagen, und wieder Kiewski mit dem Fehler. Der VfL Osnabrück bettelt nach einer halben Stunde hier förmlich um dieses 1-2. Kiewski, Freistoß Ingolstadt jetzt sogar. Der Ball kommt von Kiewski. Flanke gefährlich, da ist es passiert. 2-1. Und diesmal war es auch, glaube ich, hier, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Eigentor von unseren Jungs. Da kommt die Flanke, oder? Nee, ich glaube, es war doch der Ingolstädter. Ja. Ist da vor Khedira am Kopfball, nickt ihn über Körbein weg in den Kasten.
Master Gauss müsste es gewesen sein. So ist es mit seinem dritten Saisontor nach einer halben Stunde. Ist Ingolstadt zurück in dieser Partie und das geht in Ordnung, weil der VfL Osnabrück, wie gesagt, dieses Tor einfach, ja, gefleht hat um dieses Tor in der eigenen Defensive. Rizzuto, Ziereis, Schmidt. Cesars direkte Flanke, aber Cesar am Abseits. Deswegen wird auch dieser Ball erstmal nix. Langer Ball von Büch. Taffertofer. Gangkamp. Khedira. Warum kommt Schmidt nicht entgegen? Stendera. Langer Ball. Kijewski. Cesar spielt den Ball, aber er spielt ihn nicht. Er will ihn wieder 3 Jahre annehmen. Kein, da ist richtig Platz. Gauss Flanke, die ist gut. Rizzuto klärt. Wichtig. Gangkamp. Taffazofer nochmal abgefälscht. Preisinger. Beister. Gut dazwischen. Taffazofer. So, jetzt mal dahin, wo Platz ist. Khedira, genau. Kerk. Gangkamp. Schmidt. Niklas Schmidt auf dem Weg zum dritten Tor. Niklas Schmidt lässt sich den Ball noch abluchsen. Es darf nicht wahr sein. Der VfL Osnabrück trifft dann auch noch die falschen Entscheidungen. Einwurf Kiewski. Khedira. Taffazofer. Gangkamp. Gangkamp gegen Aguilar. Kein Foul. Schröck für Ingolstadt. Stenderas, langer Ball und dann ist hier erstmal Pause in Osnabrück und der VfL führt mit 2:1 gegen Ingolstadt und das ist, Spiel ist spannender als es eigentlich sein müsste, denn der VfL macht es sich selber schwer. Stuttgart führt 1 gegen Sandhausen im baden-württembergischen Kleinderby, wenn man das so sagen kann, und Paderborn gegen Wiesbaden noch 0:0. Und wir gehen rein in den zweiten Durchgang. FC stößt jetzt an, immer noch rot und schwarz, unverändert beide Teams. Und jetzt heißt es nochmal 45 Minuten hier zusammennehmen. Stendera. Rizzuto wichtig. Dich und dann der so ein schlechter Ball, weil Beister da einfach da reinläuft und kein Ing Osnabrücker da irgendwie den Ball entscheidet. Rizzuto da zwischen wieder, geht da weg vom Ball, der Osnabrücker da, ich weiß gar nicht, ob ich gesehen, wie es gesehen hat, hier Eis klärt, Cesar in die Mitte. Das ist wieder der falsche Ball, der Abschluss neben den Kasten. Askaya für Ingolstadt, der Zehner könnte, nee, es war Stendera, diesmal der Zehner da, der das Ding neben den Kasten setzt. Uiuiui. Körpers langer Abschlag. Wieder Richtung Cesar. Der Kopfball nicht gewonnen. Stendera mit dem nächsten Spielaufbau für Ingolstadt. Langer Schlag. Beister. Bülter oder Büttler. Heinlo Büttler. Wieder guter Chipball. Büttlers direkte Freigabe. Ziereis nach außen. Und Rizzuto wieder in den Fuß des Ingolstädters. Das nächste Flanke. Wieder geklärt. Schmidt macht diesmal den Ball safe fest und spielt den nächsten Fehlpass. Das ist doch nicht zu fassen. Der VfL Osnabrück bettelt um den Ausgleich. Rizzuto stark und dann erstmal weg. Auf Khedira. Auf was? Der Ball prallt in die Brust, geht in Seiten aus für Ingolstadt. Das ist nicht zu glauben. Der VfL Osnabrück überzieher, als der da mal klärt. So, Schmidt jetzt. Was? Nicht schneller, weil einfach nur im Weg, in dem Passweg steht. Und das ist natürlich der Ausgleich für Ingolstadt nach einer Stunde durch Maxi Beister. Und das ist, ja, ist es FIFA oder was soll man sagen? Man will den Ball einfach nur wegschlagen und der prallt vom eigenen Mann ab. Das ist nicht wahr. Beister als zweites Saisontor. 2:2. Das darf nicht wahr sein. Kiewski. Cesar. Khedira. Rizzuto. Ja, auch das ist dann ein klares Foul gegen Rizzuto. Das muss ja mal die gelbe Karte geben. Ja, gut, eine Stunde für Heinlo.
der da reingeht, also wird es keinen Morgen geben. Und er wird nur ermahnt. Das darf auch nicht wahr sein. Hier nochmal zu sehen. Henus geht da rein und das ist ein klares Foul. Das muss schon mal eine gelbe Karte geben. Bittler geht da jetzt raus bei Ingolstadt. Wer könnte? Elver, glaube ich, kommen oder wer auch immer. Nee, Wolfram kommt sogar. So. Freistoß gibt es eine kurze Variante von Rizzuto mit Cesar. Rizzuto läuft nicht. Cesar muss 3 Jahre warten. Rizzuto, wenn ich mal läuft, die Flanke auf den Lang und dann kommt sie noch nicht mal abgelegt. Und da war sofort Cesar geblockt. Nochmal Kedira. Nochmal Rizzuto auf die Außenbahn. Cesar, die Flanke auf den langen Pfosten. Das ist das 3:2 nicht. Weil Kerk am langen Pfosten auf der Grundlinie im, nein, aber im Abseits steht, 4 Meter vor dem Tor und den Ball dann nicht im Kasten unterbringt. Jendrusch, langer Ball, Kopfball, Gankam. So, jetzt muss auch der Mal und der schlechte Ball kommt nach außen, wobei Schmidt dann doch gelaufen ist und er nicht kommt, der Ball. Da ist Gauss außen völlig frei. Zurückgelegt, das ist Buch gegen 2, der Ball kommt durch. Kaya, Flanke, Nauber, Kedira, Kerk, Schmidt, Gang kam, kein Abseit, doch. Das ist dann natürlich auch heute sehr bitter. Ich habe den nächsten Wechsel. Eckhard Ajensa geht raus. Kommt, pardon, vielfach die Kaya. So rum ist es richtig. Aguilera mit dem langen Ball. Gauss in die Mitte und Ajensa natürlich über den Kasten. Glück gehabt für Osnabrück. Körper, kurzer Ball. Tapazhofer. Ziereis. Kiewski, Cesar, Schmidt, nochmal rübergelegt, Kehr 3:2, 76. Minute. Boah, der Dienstag hätte ich jetzt auch hinausgewechselt. Das ist gut gespielt von Gankam und Schmidt, beide verfinden und richtig gut. Und er legt diesmal wieder auf, hier Kehr, keine kleine Probleme mit dem Ball. In der 76. Minute hier über die Linie zu befördern. Wir werden jetzt mal wechseln, werden Blacher nochmal bringen für Tafazhofer, werden Dardai links bringen für Kerk eigentlich, so der Plan, bitte. Danke. Und wir gehen jetzt rein in den letzten Viertelstunde hier und wollen diesen 3:2 Erfolg jetzt tatsächlich hier zu Hause safe machen. Kerk, Schmidt, Gankam, Cesar, wo ist ein Gankam? Da ist ein Gankam! 4:2, 81 Minuten, sein 10. Saisontor. Und das muss es doch jetzt hier gewesen sein. Gegen den FC-Vollstadt. Oder? Gibt's hier nochmal gegen die Josef-Kampel. Ich glaube, das heißt, man kann ja mehr aus. Doppelwechsel jetzt nochmal kurz vor dem Schlusspfiff. Und Ingolstadt über Ajensa, über Aguilera. Das ist der Ball von Rizzuto für Dardai. Für Rizzuto, der wartet nochmal, dass Dardai läuft. Dardai läuft. Hat natürlich jetzt Tempovorteile gegen Heinloh. Dardai macht das dann ganz stark, holt nochmal den Eckball raus. Gegen Heinloh. 84. Minute. Auch das ist wichtig natürlich zum dritten Mal. Da kommt Elver nochmal in die Partie.
um hier nochmal was zu bewegen in der Offensive. Der Ball kommt von Dada, die ist nicht schlecht. Sessa. Schmidt. 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 Kedira. Kedira. Gut gemacht. Die Flanke. Das muss es sein. Gangkammer ist es nicht. Kedira auf Ballablage. Nee, Büch. Stendera nach außen. Da ist nochmal Beister. Da ist Nauber zu einfach ausstehen, aber da sind sie dann da. Trotzdem die Flanke. Und an den Pfosten der Ball von der Grundlinie nochmal rein. Kizia ist klärt. Und dann sind hier gleich 92 Minuten um. Nämlich jetzt. Und dann dürfte hier jetzt doch eigentlich mal der Abpfiff erfolgen. Der Abschluss nochmal. Und dann ist hier Schluss nach 93 Minuten und einem wahren Spektakel. Gewinnt der VfL Osnabrück zu Hause 4:2 gegen den FC Ingolstadt. Gankam mit 2 Toren natürlich, würde ich heute sagen, hier ganz klar Man of the Match. Und das ist schon ein interessantes Fußballspiel. Ein Spiel, was es so eigentlich auch nicht wieder braucht hier heute. Statistisch 5:13 Schüsse. Schüsse aufs Tor 5:2. Mit mehr Ballbesitz. Zweikämpfe beide gleich. Schussgenauigkeit 100% bei uns natürlich. Und Passgenauigkeit ist bei beiden auch ungefähr gleich. Also verrückt. Ein Unterschied wäre vielleicht etwas verdienter gewesen. Egal. Ganka Man of the Match mit Doppelpack. Und damit gehen wir rein. Stuttgart gewinnt 2:0 gegen Sandhausen im Derby. Wiesbaden holt einen Punkt am Samstagnachmittag hier in Paderborn. Und dann schauen wir mal noch auf die weiteren Ergebnisse des Spieltags, wenn der Montag gleich auch rum ist. Nämlich jetzt am Dienstag quasi. Hier schon noch kurz auf die Ergebnisse hier dieses 10. Spieltags, nämlich Montagabend noch Heidenheim gegen Dresden 2:2, dann am Sonntag Hannover gewinnt 2:0 gegen Würzburg, Karlsruhe holt einen Punkt in Darmstadt 1:1, genauso wie Aue 1:1 bei St. Pauli und auch Wiesbaden gegen Paderborn 1:1, Stuttgart gewinnt 2:0 gegen Sandhausen, wir gewinnen 4:2 gegen Ingolstadt. Nürnberg gewinnt in Düsseldorf 1:0. Augsburg gewinnt 3:1 in Braunschweig an diesem Spieltag. Damit haben wir nach 10 Spielen die folgende Tabelle. Augsburg Tabellenführer mit 28 Punkten immer ohne Niederlage. Genauso wie der VfB Stuttgart mit 26 Punkten. Also die beiden Absteiger ganz klar auf dem Weg Richtung Wiederaufstieg. Nürnberg Dritter 21 Punkte. Hannover auf der 4, 19 Punkte, dann Düsseldorf 18, Paderborn 17, Darmstadt 7. mit 16, wir sind auch jetzt mit 16 Punkten auf Platz 8, aber mit 23 Gegentreffern waren, glaube ich, die schlechteste Defensive der Liga, wenn ich das so bis jetzt so angucke. 13 Gegentore hat Heidenheim auf Platz 9 mit 14 Punkten, Sandhausen 10. 13 Punkte, 14 Gegentore. Pauli 13 Gegentore, 12 Punkte, Wens 11 Punkte und auch 14 Gegentore. 18 Gegentore hat Karlsruhe, 11 Punkte, Platz 13. Braunschweig 9 Punkte, Platz 14 mit 16 Gegentoren. Würzburg 15, 7 Punkte, ebenfalls 16 Gegentore. Aue 6 mit 6 Punkten und 14 Gegentoren. 19 Gegentore hat Ingolstadt jetzt mit 5 Punkten, der Tabellenvorletzte und der Tabellenletzte mit Dresden hat 24 Gegentore und einen Punkt geholt. Also wir sind zwei schlechteste Defensive der Liga. Da muss noch sich so einiges verbessern. Aber okay, wir sind erfreut über diese 3 Punkte, die waren wichtig heute.
Und an dieser Stelle beende ich den Part, sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum 11. Spieltag dann schon auswärts im Schacht im Erzgebirge bei Erzgebirge Aue. Bis dahin bleibt gesund, haut rein und ciao.